Hallo ihr Lieben, ich gieße heute eine Rose ein. Das ist eine besondere Rose, ist nämlich die Rose von meiner Nichte. Und sie hat diese bekommen zum Abitur. Und genau, sie fragte mich vor einer Weile, wie es aussieht, ob ich immer noch mit Epoxidharz arbeite. Und ja, mache ich. Und ob ich daraus was zaubern möchte. Das habe ich natürlich bejaht, weil ich freue mich natürlich, wenn ich da was probieren darf, und habe mich dann fürs normale Eingießen entschieden. Ich hätte natürlich die Rose, sagte sie mir dann auch, komplett auseinandernehmen können und in Einzelteilen irgendwie machen können. Aber ich habe mich dann fürs so Eingießen entschieden. Hier mache ich es auch so, wie ich es vor einer Weile schon mal gemacht habe, dass ich da schon mal versuche, die Lücken zu füllen in dieser Rose, und damit dort dann schon ein bisschen Epoxidharz drin ist und das Ganze dann dementsprechend schon ein bisschen entspannter ist. Habe also dem Ganzen so ein bisschen schon mal Struktur gegeben, damit die Luftblasen hoffentlich nicht so voll sind oder nicht so doll. Und ich kann es schon vorwegnehmen, ganz hat es nicht funktioniert, aber ich finde das Ergebnis trotzdem eigentlich ganz schön. Mir sind ein, zwei Schlieren auch passiert, aber gut, kann passieren. Das war jetzt von der Masse her ziemlich viel. Ich habe euch das ganze Gießen einfach noch mit in das Video reingepackt. Das waren ganz, ganz viele Durchgänge, die ich gemacht habe, weil einfach man darf nicht extrem hoch gießen. Also je höher, umso wärmer wird das Ganze, was natürlich ungünstig ist. Und hier seht ihr, ich klemme die Rose so ein bisschen fest, damit es auch schon mal ein bisschen trocknet. Und genau, und habe dann schon mal eine kleine Schicht unten als Basis gelegt. Und genau, wie gesagt, unglaublich viele Schichten auch gemacht. Waren diesmal mehr, als ich es jetzt zum Beispiel bei anderen gemacht habe. Übrigens, die Rose wollte nicht stehen, also musste ich mich ein bisschen improvisieren, dass ich sie irgendwo an die Wand gelehnt habe, damit sie wenigstens so ein bisschen Stabilität hat. Und genau, also wie gesagt, ganz viele Schichten mit 2, 3, 4 Stunden Abstand, je nachdem, wie es bei mir zeitlich auch gepasst hat, und habe damit circa 2 Tage zugebracht. Ich hätte es gerne über Nacht, aber ich muss mal sagen, über Nacht wollte ich dann doch nicht gießen. Da bin ich so ein bisschen eigennützig und habe entschieden, der Schlaf war jetzt wichtiger. Sonst hätte ich mir, weiß ich nicht, alle 2, 3 Stunden noch einen Wecker gestellt. Eine klitzekleine Linie sieht man, aber einfach, weil das muss die Nachtschicht gewesen sein, wo ich hätte nochmal gießen müssen, damit es nicht ganz so dolle zu sehen ist. Aber war dann auch in Ordnung. Dann habe ich mit dieser kleinen Schicht, die war dann so ein bisschen angetrocknet schon, da habe ich dann das Blümchen schon mal reingelegt, damit sie ein bisschen Stabilität auch in der Form hat. Ich habe die so ein bisschen schräg reingelegt und habe sie dann da im Moment drinnen liegen lassen, damit sie halt wirklich, es sollte nicht aushärten, aber zumindest so, dass sie dann halt nicht schwimmt in dem Epoxidharz. Und ja, ich kann ja, während ich dann immer jetzt hier so gieße, kann ich ja einfach nochmal so ein bisschen erzählen, was Epoxidharz besteht aus 2 Komponenten, das heißt einmal aus dem Härter, einmal aus dem Harz. Das ist eine chemische Reaktion, das heißt bitte aufpassen, erkundigt euch vorher, bevor ihr das macht. Lasst euch nicht vom Zauber des Epoxidharzes mitreißen, sondern erkundigt euch einfach ganz, ganz dolle und intensiv. Schaut euch Videos an, erkundigt euch bei dem Harzhersteller, was müsst ihr beachten, wie lange sind die Bearbeitungszeiten, welcher Schutz muss eingehalten werden? Es gibt auch Harze, die letztendlich ohne Maske genutzt werden dürfen. Aber wie gesagt, das unbedingt kundig machen. Maske, Handschuhe. Da einfach sehr, sehr doll aufpassen. Das ist einfach ein wichtiger Punkt, der einfach beachtet werden muss. Und genau, ich habe erst überlegt, die ganze Rose noch mit so ein bisschen Schleierkraut, aber irgendwie hatte das dann so einen Oldschool-Charakter. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine.
Und dementsprechend habe ich nicht das Schleierkraut reingemacht, sondern habe es wirklich nur die reine Rose, weil ich dachte, so clean und schön kommt einfach nur die Rose rein. Ich habe später noch ein bisschen Glitzer reingemacht. Und ich schwanke noch, ob der Glitzer gut war oder nicht. Aber letztendlich ist er jetzt drin, jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern. Und genau, also hier seht ihr schon, ich probiere noch ein bisschen aus. Ich habe es auch drinne gelassen, damit ihr ungefähr seht, dass ich da so ein bisschen rumexperimentiert habe. Ich hatte auch noch so ein bisschen rötliches Kraut, was ich da hätte mit reinmachen können. Aber wie gesagt, so ganz zufrieden war ich damit nicht und habe es dementsprechend dann entschieden, ohne das Kraut zu machen. Ich habe das ganze Anrühren habe ich weggelassen. Jetzt unabhängig davon, dass das Video zu lang geworden wäre. Aber ich habe es tatsächlich auch weggelassen, weil ich glaube, ich habe es ganz oft gezeigt. Sollte es wirklich immer noch mal konkret Fragen geben, bitte in die Kommentare reinschreiben. Dann schaue ich, dass ich euch da dann beim Rühren noch mal mitnehme und euch die Fragen beantworte. Ansonsten rühren tue ich in der Regel je nach Masse auch so ein bisschen 4, 5 Minuten. Wenn es ein bisschen mehr ist, auch mal ein bisschen länger. Ich mache ganz viel. Ich hatte mal in einem anderen Video auch erzählt, ich nehme immer gerne so einen durchsichtigen Becher, weil ich da viel, viel besser sehen kann, ob dort noch Schlieren sind oder nicht. Wie gesagt, mir sind jetzt auch ein, zwei Schlieren passiert. Ist letztendlich so, kann ich nicht mehr ändern. Ich finde das Ergebnis trotzdem schön, aber natürlich mit den durchsichtigen Bechern könnt das gegen das Licht halten, könnt das auf so eine Lichtleuchte hinstellen und gucken, ob dort Schlieren zu sehen sind noch. Und könnt dann weiterrühren. Das ist halt ein wichtiger Punkt, der einfach da beachtet werden sollte, weil das gut umrühren, das gut vermischen, das ist auch, wenn man zuerst alles zusammenfüllt, dann ist es relativ klar, wenn man anfängt zu rühren, dann fängt es an milchig zu werden. Und erst wenn es wieder klar ist, dann darf man gießen. Ich habe gerade zum Schluss hin, ich glaube, ich habe dann einfach meine Geduld irgendwo nicht mehr so richtig gehabt, habe ich unglaublich viele Luftbläschen drin gehabt. So eine kleinen Luftbläschen, die halt nicht ganz so einfach waren. Und dementsprechend war das dann ein bisschen nervig. Aber gut, ja, hier habe ich jetzt die Rose platziert. Habe dann auch nochmal Blätter mit reingepackt. Ich hatte ein bisschen viele Blätter abgenommen von der Rose und habe dann eben doch entschieden, eigentlich gehören da mehr Blätter für mich zumindest ran und habe auch immer versucht, in die Lücken selber reinzugießen, in die Rose, in die Blätter, damit, wie gesagt, diese Luftbläschen nicht wirklich passieren und dann eben hochblubbern. Wie gesagt, eine, wenn ich es richtig gesehen hatte, war reingekommen, das ist auch okay und kann ich ganz gut leben. Hat auch einen Charme, wenn da irgendwie so ein bisschen Luftbläschen hochkommen. Das hat was Unterwasser-Charme oder so. Und genau. Ansonsten gieße ich jetzt, wie gesagt, mehrmals. Wie gesagt, also Pausen habe ich 2, 3, 4 Stunden auch gehabt. Über Nacht habe ich es ein bisschen länger. Habe dann aber gleich nach dem Aufstehen nochmal gegossen. Und wollt euch jetzt die einzelnen Gießvorgänge halt mitzeigen, einfach damit ihr seht, dass wirklich kleine Häppchen gewesen sind. Ich weiß nicht, ich hätte bestimmt auch mehr auf einmal gießen können, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, weil das Harz wird warm, das ist nun mal eine Reaktion. Und lieber gieße ich öfter und gehe auf Nummer sicher, als wenn ich jetzt irgendwie das Ganze mir kocht und dann nicht mehr so schön aussieht. Nehmt euch jetzt einfach ein bisschen mit und spielt einfach ein bisschen Musik rein und damit ihr ungefähr seht. Ganz zum Schluss melde ich mich natürlich nochmal und zeige euch das Ergebnis. Thank you.
So, hier bin ich wieder. Ich bin fast fertig mit dem Gießen. Ihr seht, ich nehme immer so ein bisschen, damit ich dann die Luftbläschen rauskriege, das Ganze mit Feuerzeug. Bitte immer schön vorsichtig. Mir ist, glaube ich, so ein bisschen meine Silikonform so ein bisschen angedatscht, sage ich jetzt mal, weil es halt irgendwie dann doch zu warm war. Aber da waren so viele Mikrobläschen zum Schluss drin. Ich bin wahnsinnig geworden und musste diese jetzt irgendwie wieder rausbekommen. Und ja, während ich jetzt hier also noch mit den Luftbläschen, möchte ich natürlich noch mal auf meinen Kanal eingehen. Ich habe aktuell 660 Abonnenten, wenn jetzt nicht gerade wieder einer gegangen oder gekommen ist, was im Übrigen vollkommen okay ist. Natürlich bin ich traurig, weil ich nie weiß, warum ist jemand gegangen, aber ich freue mich trotzdem, dass wir so viele mittlerweile sind und dass wir da einfach den Spaß am Basteln, an der Musik einfach mit dabei haben. Und für mich sind beide Elemente sehr klar da und ich, klar versuche ich im Moment, ich habe ja meinen Urlaub mit hochgeladen und ist für mich einfach eine wunderschöne Möglichkeit, mir hier auf YouTube einfach auch Erinnerungen zu schaffen und andere dabei natürlich teilhaben zu lassen. Das Basteln ist einfach ein wichtiger Punkt, um einfach später auch nochmal zu schauen, wie habe ich es gemacht, vielleicht auch um Fehler zu vermeiden, auch für euch. Und dementsprechend freue ich mich natürlich, dass ihr da seid. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo da lasst, einen Kommentar da lasst. Und das sind für mich halt auch so viele hilfreiche Sachen. Zum Beispiel, was wünscht ihr euch gerne? Was soll ich nochmal ausprobieren? Ich gucke natürlich immer nach Ideen, was kann ich machen. Habe jetzt schon ein, zwei Sachen, die ich zum Beispiel auch für die Weihnachtszeit machen möchte. Das ist dann die Deko bei mir auf Arbeit. Ich selber zu Hause dekoriere nicht so wirklich weihnachtlich, aber das ist auch okay. Kann ich gut für mich haushalten und ich dekoriere in der Regel so, wie ich es gerne möchte. Ich habe zum Beispiel auf Instagram gibt es eine, die macht immer wunderschöne Gestecke und sowas zu jeder Jahreszeit, zum Frühling, zum Herbst, zum Winter, zum Weihnachten. Und ich habe mir aber da in der Regel so eine Sachen mit Trockenblumen rausgesucht, die neutral sind. Und das ist für mich halt so ein wichtiger Part einfach. Und ja, dementsprechend bin ich da sehr neutral und habe also dementsprechend auch Weihnachtssachen rausgesucht, die zwar schon weihnachtlich aussehen, aber wie gesagt, sie kommen dann auf Arbeit hin und ich weiß, da haben sie ihren guten Platz und da gehören sie dann auch hin. Ja, hier gieße ich jetzt die letzte Schicht dann auch, damit die Rose komplett drinne ist. Ich hatte übrigens erst überlegt und vielleicht probiere ich das irgendwann nochmal, ob ich so einen 3D-Effekt mache. Sagt mir mal gerne, was ihr davon haltet. Also, dass ich die Rose nicht komplett eingieße, sondern Tatsache nur die Hälfte und den Rest halt mit so einem Epoxidharz halt nur so abdecke, damit ich sie schütze. Und sie dann aber eben halt noch so ein bisschen rausschaut. Was meint ihr? Könnte das gut aussehen? Weil ich hatte zwischendrin Tatsache überlegt gehabt, ob ich es so lasse und dann dementsprechend nicht weiter gieße. Übrigens, falls ihr ganz viele Kinder draußen hört, bei mir ist ein Sportplatz auf der Seite und ich habe das Fenster angeklappt, weil ich einfach gerade unglaublich gerne noch lüfte. Solange ich, wie ich es noch gut finde, wenn es zu kalt ist, lüftet man ja nicht mehr ganz so gerne. Und dementsprechend nutze ich die Chance jetzt noch. Ja, ansonsten hier seht ihr eben, wie gesagt, es ist einfach, ich mag die jetzt schon in diesem Ganzen. Und hier nehme ich euch mit beim Auspacken. Ich habe mich natürlich so ein bisschen an den scharfen Kanten geschnitten. Und aber das war es mir wert. Ich habe die Kanten jetzt noch ein bisschen unscharf gemacht. Hier seht ihr schon, da habe ich mir die Kante von der Silikonform, die ist so ein bisschen, ich glaube, das war das Feuerzeug. Das habt ihr hoffentlich gerade gesehen. Ich habe es jetzt irgendwie aus dem Bild rausgenommen. Aber ich habe es sonst nicht außer Form rausgekriegt und habe jetzt dementsprechend das Ganze so ein bisschen dann abgemacht. Und wie gesagt, hier, ich lieb's. Ich mag die Formen übrigens auch sehr gerne. Ich habe die über Etsy bestellt. Ist keine bezahlte Werbung. Ich kann, falls der Bedarf da ist, natürlich die auch gerne verlinken. Aber ansonsten ist, wie gesagt, nichts, was jetzt bezahlt ist oder so, sondern
ja, ansonsten, ich habe das Ganze mal gewogen und habe knapp 2 Kilo Harz da drin. Also ist eine ordentliche Menge, glaube ich. Und da ist, glaube ich, ganz viel Material drin. Und ich hoffe, meine Nichte gefällt's und sie freut sich so ein bisschen. Ich habe ihr noch so ein, das zeige ich euch hier auch gleich, so ein Lichtsockel. Und wie gesagt, so ganz leicht seht ihr da auch eben diese ganzen leichten Schlieren. Ich habe sie im Becher nicht gesehen, muss ich mal sagen. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön. Und ich hoffe, euch gefällt es oder hat auch das Video gefallen. Und ja, man sieht den Glitzer übrigens auch. Ich liebe, ich mag nicht zu viel Glitzer, muss ich dazu sagen. Ich mag es lieber ein bisschen seichter, entspannter. Aber ich finde es manchmal ganz schön, wenn es dann irgendwo so ein bisschen glitzert. Jetzt zeige ich euch gleich noch das Ganze in Dunkel. Ich wollte es euch ursprünglich auch im Sonnenlicht zeigen, aber irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert und das kam nicht so rüber, wie ich es gerne wollte und dementsprechend habe ich es jetzt hier mit dem Sockel. Die ganzen, was aussieht wie Bläschen, sind übrigens die Glitzerpartikel. Hier kommt es nicht ganz so raus, aber da habe ich so ein Blubberbläschen, was aus der Rose rausgekommen ist. Hier sieht man es ein bisschen besser. Das andere sind alles Glitzerpartikel. Und wie gesagt, ein paar Schlieren habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis bald. Tschüss.